Facebook-Fanpages analysiert. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der IRE-Magie und Sie schauen website-marketing.ch. Ich habe heute drei Fanpages auf Facebook analysiert nach meinen 12 Kriterienpunkten. Schauen wir uns die Punkte zuerst an. Es geht um den Vanity-URL, wurde der gelöst, dann ein Profilbild oben links, der Fotostrip ausgefüllt, Infotab ausgefüllt, Welcome-Page, ein ganz wichtiger Faktor, Standard-Tabs wie Foto, Video und Events angelegt, dann Call to Action, also irgendwas gegen Fan-Boosting, individuelles Landing-Page-Empfehlungen, also liked die Seite auch andere Fanpages, dann der Status-Update, wurde der kontinuierlich und regelmäßig gemacht und gibt es die Infobox, die kurz und knackig ausgefüllt wurde. Heute schauen wir uns PlayStation, Pringles und Victoria's Secret an. Das sind Seiten, die unter den Top 10 auf Facebook liegen, was die Likes betrifft. Also die besten Fanpages eigentlich auf Facebook drauf. Gehen wir uns die kurz durch. Fange hier an auf PlayStation. Ich komme hier rein, habe hier mal den Vanity-URL, der ist gut. Ich habe hier das Logo drin, das erkennt man auch gut. Ich habe Welcome-Pages drin, gibt es eigentlich genug von denen. Dann habe ich ein Call to Action, allerdings passiert hier noch nichts. Also ist im Moment nicht gegeben, wenn ich das hier abspiele, kommt lediglich dieser Typ, der mir eine Geschichte erzählt, aber es gibt eben noch keinen Call to Action, der fehlt hier also. Dann haben wir die Infobox, die liegt hier, da fehlt der URL drin, ist also auch nicht optimal gelöst. Und Standard-Tabs sind die angelegt, muss ich kurz reinschauen, haben wir Video und Foto und die Veranstaltung ist also gegeben, das ist drin. Dann individuellerseits, die gibt es hier, aber hier fehlt dieses Icon, das ist schlecht gelöst, also da habe ich mit dem Standard-Facebook-Icon gearbeitet und nicht mit dem eigenen Icon, da kann ich ja was anlegen und empfiehlt die Seite andererseits, wunderbar, das macht sie. Gehen wir zu Pringles, die Seite, die like ich dann übrigens gerade mal, Pringles, hier einen guten URL, klar, den Firmennamen, dann haben wir hier das Logo, auch das finde ich gut gelöst, dieses Profilbild. Welcome Page haben wir hier auch, ist gegeben, dann Call to Action haben wir hier, also Click to Like Us und dann geht hier irgendwie was los, das sehen wir dann nachher gleich mal noch. Standard Tabs sind drin, Video, Foto haben wir auch, die Infobox gehen wir kurz runter, die fehlt hier, die hat man also weggelassen, das ist schlecht. Individuelle Landing Tabs haben wir hier und das Schöne hier auch mit diesem Icon jetzt drin, im Unterschied zu PlayStation und empfehlen Sie andere Sites, das machen Sie nicht. Das fehlt hier also. Ich klicke jetzt hier mal drauf, damit man sieht, was hier passiert. So, Seite geladen. Ich bin jetzt also Fan von dieser Seite und jetzt kriege ich hier diesen Call to Action. Das heißt, ich muss hier nochmal draufklicken, beziehungsweise ich kann sie mit meinen Freunden sharen. Ist also auch nicht unbedingt ein richtiger Call to Action, aber mindestens wurde es mal so angeteased. Und dann zu guter Letzt Victoria's Secret. Auch hier, Vanity-URL ist gegeben. Schönes Profilbild. Mit dem Logo unten drin, das passt hier auch, ich nehme mal an, das Bild hier oben, das wechselt dann ab und zu, habe ich hier eigene Seiten, hier drauf geklickt, das passt also, das ist die Gift Cards, das ist okay, das sind die individuellen Sites und empfiehlt diese Seite andere Seiten, das macht sie hier auch, das ist gut, die Infobox ist ausgefüllt, allerdings fehlt mir hier wieder ein URL. Call to Action habe ich hier auch keinen gefunden, der ist hier also auch ausgeblieben. Schauen wir uns kurz an, wie es jetzt nach den Punkten auf der Bewertung ausschaut. So, gute Hälfte der Punkte durch und wir sehen hier, dass PlayStation und Pringles mit 5 Punkten dastehen, Victoria's Secret mit 6 Punkten. Gehen wir zurück, schauen uns den Fotostrip hier an. Da bei PlayStation wurde da nicht viel gemacht, das heißt, hier geht es nicht um die Produkte, das ist rein zufällig, wie das angelegt wurde. Die Beiträge selber, wenn ich hier unten reinschaue, vor 12 Stunden, Samstag, das läuft und logischerweise bei so vielen Fans auch genug Interaktions, Likes und Kommentare. Wenn ich noch auf den Infotab klicke kurz, der ist ausgefüllt, das passt. Hier unten noch ein paar schöne URLs drin zu Blogs, Twitter und YouTube. Perfekt gelöst. Dann hier bei Pringles, auch hier eher zufällig, gehe ich jetzt mal davon aus, also es werden Fanposts sein, die Bilder getaggt haben. Aber auch hier ist regelmäßig Material reingepostet worden von Pringles selber. Übertrieben zwar nicht, aber doch, also ich denke mal alle Tage knapp gibt es hier einen Post mit genug Interaktion, das ist gegeben, das ist klar. Schauen wir uns den Infotab an, auch der ist ausgefüllt und es hat einen Link drin, das reicht mir auch mal. Victoria's Secret, da hat man sich, glaube ich, so wie ich das beurteilen kann, mehr Gedanken dazu gemacht zur aktuellen Kampagne mit dieser Dame, mit diesem Model hier, das ist hier drin, das ist eine der wenigen Seiten, die auf sowas achtet.
Dann hier vor 4 Stunden gepostet, vor 19 Stunden. Sehr gut gelöst hier. Auch mit sehr viel Interaktion drin. Klar, mit so vielen Fans. Und dann hier diesen ausgefüllten Tab hier. Das passt auch. Da erklärt man noch einiges. Und dann die ganzen Links wieder auf die einzelnen Seiten drauf. Die Seite also sehr gut aufgebaut. Schauen wir uns jetzt an, wie sich das auf das ganze Resultat, Schlussresultat ausgewirkt hat. So schaut es also aus von den letzten 3, die wir uns angeschaut haben. Hat PlayStation und Pringles 8 Punkte von 12 und Victoria's Secret 10 gleich viele wie beispielsweise Skittles, Oreo oder eben Coca-Cola. Das ist also die Bewertung dieser 3 Fanpages. Jetzt würde mich natürlich interessieren, welche Fanpages ich sonst noch analysieren soll. Das könnt ihr dann hier in die Kommentare schreiben oder auch auf YouTube hinterlassen. Ich werde jetzt von Zeit zu Zeit immer wieder mal ein paar andere Seiten nehmen, die man hier rein und durchlaufen lassen kann. Man sieht, es ist nicht unbedingt relevant, ob alles perfekt ausgefüllt ist. Es ist vor allem auch relevant, wie stark ein Brand ist. Trotzdem könnte man das eine oder andere auch bei diesen großen Brands hier noch besser machen. Freue mich immer auf Kommentare. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der INM AG und Sie haben Website marketing.co geschaut.